Vielen Dank für die Vorrede. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei der DPG-Jahrestagung in diesem Fall. Und das ist ja ein öffentlicher Vortrag. Das heißt, ich werde versuchen, nicht so technisch zu sprechen. Aber als Physiker ist die Klimaproblematik eine, an der man letztendlich nicht vorbeikommt. Und ich muss relativ schnell auch wieder zurück, weil ich morgen einen ganz anderen Vortrag halten muss, nämlich bei den Schülern Fridays for Future. Die werden vor dem Kanzleramt in Berlin demonstrieren und die haben mich gebeten, dort 5 Minuten zu reden. Und naja, ich kann Klaus von Klitzing mitnehmen. Und Sie haben ja vielleicht mitbekommen, es ist wirklich entstanden spontan von den Schülern, aber die lesen tatsächlich unsere Publikationen, das, was die Politiker versuchen zu vermeiden. Und spontan hat sich dann, ich war da nicht beteiligt, aber ich habe damit unterzeichnet, eine Scientists for Future Website gebildet. Ich glaube, inzwischen haben 18.000 Kollegen unterschrieben. Das ist wirklich phänomenal. Und es ist einfach ja, fast schon herzerwärmend zu erleben, dass sich eine ganze junge Generation auf die Evidenzen bezieht, die wir als Forscher mühsam, wirklich mühsam über die Jahre aufgetürmt haben. Einige davon werde ich Ihnen heute vorstellen. Dinge, wo ich mich selbst eben auch versucht habe, auf bescheidene Weise einzubringen. Ja, manche von Ihnen erinnern sich vielleicht an Stanley Kubricks Film 2010, A Space Odyssey. Und ein bisschen spiele ich jetzt mit diesem Motiv. Sie werden auch sehen, warum. Es gab ja auch, Rückkopplung, es gab ja auch ein Abstract dazu, aber Sie werden sehen, warum ich das sage. Der Hauptgrund ist der, dass wir im Augenblick, mein Kollege Paul Kurzen hat das Ganze als Anthropozän bezeichnet, dass wir eigentlich in ein neues geologisches Zeitalter eingetreten sind, wo der Mensch tatsächlich eine planetare Kraft geworden ist. Und das hört sich erstmal so ein bisschen nach Alarmismus an und Angstmache. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass dieser Eingriff bereits wirklich fulminant ist, dass er die Dynamik des Erdsystems bereits verändert hat und dass wir möglicherweise in diesem Klimaraum eine Reise antreten werden, wenn wir nicht gegensteuern, die uns ganz, ganz weit wegführt von den Bedingungen, unter denen unsere Zivilisation entstanden ist. Und wohin die Reise dann am Schluss gehen wird, es könnte eine Odyssee sein, aber eine, die nicht so endet, dass man irgendwo auf Ithaka wieder ankommt. Das ist jetzt für die klassisch Gebildeten unter Ihnen. Ne? Also Sie können es ja auf Wikipedia nachlesen. So, gehen wir mal weiter. Ja, das Fermi-Paradoxon. Warum zeige ich das? Ich meine, es gibt viele Geschichten um Los Alamos und Fermi-Paradoxon, ne? Und das Mittagessen zwischen Fermi und Edward Teller und anderen. Die Frage war eigentlich, wenn wir wissen, und damals wusste man das schon, auch in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass so viele Sonnen natürlich im Universum existieren, in unserer Milchstraße, Milliarden, aber Milliarden. Und das doch, obwohl man es damals nicht wusste, dass es viele erdähnliche Planeten außerhalb des Sonnensystems geben sollte. Und das ja, die Erde nur seit 4 Milliarden Jahren besteht, das Universum älter ist, dass sich eigentlich Millionen von technischen Zivilisationen entwickeln müssten, irgendwo im Kosmos. Und selbst wenn sie uns nicht besuchen, könnten sie ja Signale aussenden, die man auffangen könnte. Es gibt ja diesen Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI. Und Fermi soll gesagt haben, where is everybody? Wo sind die zum Teufel? Ne? Und dann kann man natürlich überlegen, ja, man kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Da werde ich gleich dazu kommen. Fermi-Paradox
oder Paradoxon kann man ihm auf unterschiedliche Weise interpretieren. Und es hat was zu tun mit der Klimaproblematik, wie ich Ihnen zeigen werde. Es gibt einen entscheidenden Faktor, der wahrscheinlich erklärt, warum wir bisher keinen Kontakt aufgenommen haben zur Außerirdischen oder vielmehr umgekehrt, sie nicht zu uns. Ja, zunächst einmal, das ist eine Rekonstruktion der Milchstraße. Ich habe das mal bei der Einstein-Lecture gezeigt und da haben die Leute bemängelt, dass das kein echtes Foto ist. Aber so weit bin ich noch nicht. Und will Ihnen einfach hier etwa ist die Erde positioniert in diesem Spiralarm in diesem Fall. Und die Entfernung ist kosmisch gesehen ziemlich nahe am Zentrum. Schwarzes Loch, Schwarzschild, Bezug auf sozusagen die Vorrede in diesem Fall. Die Frage ist, wie viele erdähnliche Planeten, wir haben inzwischen die Möglichkeit, Exoplaneten nachzuweisen, auf indirekte Weise, teilweise sogar sehr direkt. Und wie viele erdähnliche Planeten gibt es nur in unserer Galaxis? Und es gibt eine interessante Arbeit hier in PNAS, wo so eine Abschätzung gemacht ist und die Antwort ist Dutzende von Milliarden. In diesem Paper im PNAS Schätzung 20 Milliarden. Wir entdecken weiterhin Exoplaneten jeder Art, jeder Qualität. Alles ist im Angebot, auch wirklich erdähnliche vermutlich. So, und dann ist eben die Frage, warum ist die Erde so singulär? Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass bei dem SETI-Projekt bisher seit 50 Jahren nichts an Signal aufgefangen wurde. Das ist eine Tatsache. Frank Drake hat versucht, das eben einfach in einer Gleichung zu erklären, was keine Gleichung in dem Sinne ist. Es ist einfach eine Multiplikation von Faktoren, die relevant sind. Also Sie können jetzt hier, lassen Sie mich mal hier versuchen, ja, ich nehme mal den anderen. Sie haben natürlich die totale Anzahl der Sterne in der Milchstraße, dann haben Sie die Fraktion, den Anteil von Sonnen, die dann einen Planeten haben, dann natürlich die erdähnlichen, diejenigen, die in der sogenannten Habitable Zone sind, dazu wird auch ein bisschen gearbeitet in den 90er Jahren. Übrigens ist es so, dass dafür zum Beispiel Plattentektonik sehr wichtig ist. Wenn Sie einen Planeten haben mit Plattentektonik, dann sorgt er dafür über den Carbonat-Silikat-Zyklus, dass keine übermäßige CO2-Anreicherung passiert. Das wird dann sozusagen in Subduktionen wieder weggeführt und dann kommt über den Vulkanismus heraus, sodass es keinen übermäßigen Treibhauseffekt gibt. Wir wissen nicht, ob der Mars Plattentektonik hatte oder nicht, aber jedenfalls ist das relevant. Also das können wir alles noch ganz gut abschätzen. Dann kommt ja die Abigenese, wie auch immer, die große Frage, bei einem habitablen, bewohnbaren Planeten, warum entwickelt sich Leben und welche Fraktion davon entwickelt Leben? Dann diejenigen, die intelligentes Leben entwickeln. Wir fragen uns natürlich immer noch, ob das auf der Erde je geschehen ist. Aber in diesem Hörsaal ist es sicher bewiesen. Und dann diejenigen, die sowas wie eine entsprechende Technologie entwickeln. Und jetzt kommt der entscheidende Faktor, die mittlere Lebenszeit einer technischen Zivilisation. Ich war jetzt gerade in Cambridge bei meinem Freund Martin Rees, der dort Center for Existential Risk leitet. Und da wird eben durchbuchstabiert, was könnte alles zum Ende einer technischen Zivilisation führen. Nicht? Natürlich Atomkrieg, irgendein Supervirus oder eine Umweltzerstörung, wie auch immer, nicht? Und wenn wir jetzt pessimistisch das Ganze interpretieren würden, die Drake-Gleichung, würde man sagen, dass sich Leben entwickelt, das ist sehr früh in der Erdgeschichte schon passiert. Nicht? Das ist eigentlich nicht so ein komplizierter Prozess. Reproduktion von Eiweißen etc. Intelligentes Leben ist eine ganz andere Geschichte. Da gab es viele Versuche. Aber ist es nicht so, dass die Tatsache, das gibt hier ein schönes populärwissenschaftliches Buch von Paul Davies, The Eerie Silence, die unheimliche Stille,
ist es vielleicht nicht so, die Tatsache, dass wir eben keine Radiosignale bisher aus den Tiefen des Alls aufgefangen haben, dass das eben damit zu tun hat, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer technischen Zivilisation vielleicht nur 200 Jahre beträgt. Ich habe selber ein paar Kalkulationen dazu angestellt, das ist nicht publiziert. Wahrscheinlich, intuitiv würde ich sagen, hat es einfach mit der enormen, ja, der enormen Verteilung, Sparse Distribution sozusagen, der enorm dünnen Verteilung von Planeten in der Raumzeitwelt zu tun. Wenn da wirklich eine Interaktion stattfinden müsste, dann müsste sehr viel zusammenkommen. Aber möglicherweise hat es eben auch zu tun damit, dass technische Zivilisationen dazu neigen, sich selbst zu zerstören irgendwann. Und da wären wir dann sozusagen beim Klimathema. Global Warming, gibt einen neuen Bericht, ich bin selbst Mitglied des IPCC, man hat uns 2007 den Friedensnobelpreis verliehen. Die Preissumme ist relativ hoch, wenn Sie das aber auf 3000 Wissenschaftler verteilen, dann reicht es gerade für eine Pizza. Aber das ist okay. Ja? Und Klaus von Klitzing dagegen konnte seinen Preis alleine behalten. Wo ist er? Hier ist er, genau. Er hat ihn ja wirklich ganz alleine bekommen, was eine fantastische Auszeichnung darstellt. Nicht bei uns war es ein bisschen verteilter. Und letztes Jahr gab es diesen Bericht, 1,5-Grad-Bericht. Warum wurde in Paris 1,5 Grad beschlossen, als quasi die Marke, die anzustreben wäre, auf jeden Fall deutlich unter 2. Ich werde Ihnen gleich aus der Sicht der Wissenschaft sagen, warum das eine sinnhafte Zielsetzung ist. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Und dann hat der Bericht immer versucht zu erklären, wie das erreicht werden könnte, dass es mit bestimmten Technologien, Verhaltensänderungen und so weiter möglich wäre. Aber so gibt es eine treffende Karikatur, den wir aus dem Cicero, nicht? Sie sehen, die Erde liegt hier im Schlaf und der IPCC lässt wiederholt einen Wecker klingeln, nicht? Und die Reaktion ist, man nimmt einen Hammer, haut drauf, dreht sich auf die andere Seite, es geht weiter. Das ist unsere Situation seit 30 Jahren, das ist einfach so. Und, aber Dinge haben sich ein bisschen verändert, gerade im letzten Jahr, das war ein bisschen schwer zu lesen. Das Pew Center hat 2018 im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, was in verschiedenen Ländern, Sie sehen 26 Länder, 27.000 Personen befragt und 67% nennen den Klimawandel die größte Bedrohung, also deutlich höher als 2013 auf jedem Kontinent. Sie können dann sehen, in den USA ist es eher sozusagen Gefahr von Cyberattacks und Dinge. Das einzige Land, das herausfällt, ist Polen. Da ist die Nummer 1 Bedrohung Russland. Naja, aber ansonsten ist das ganz klar. Und in Deutschland, glaube ich, auch in Mecklenburg-Vorpommern, überall, die Landwirte haben das gespürt, war eine singuläre Wettersituation, ja. Ich werde Ihnen dann auch gleich die physikalische Erklärung dazu geben. Das ist zwar noch nicht hundertprozentig abgesichert, aber ich glaube, es ist eine sehr fundierte Spekulation. Was viele nicht wissen, ist, 2017 war dagegen völlig zu feucht. Also die Bauern sind versumpft auf ihren Äckern. Ne? Und dann kommt diese absolute Dürre dieses Jahr. Wir wissen nicht, wie es gehen wird. Aber das Extremwetterpendel stärker ausschlägt, das haben wir konstatiert, das passiert. Und da wachen doch viele Leute auf. Es gab natürlich die verheerenden Waldbrände in Kalifornien und so weiter. So, womit hat das zu tun? Und das ist richtige Physik. Ja? Also, dass die Atmosphäre von physikalischen Gleichungen bestimmt, das ist klar, aber ein besonderes Phänomen, ist das sogenannte Jetstream. Das ist eben 10 bis 12 Kilometer über dem Boden. Das ist jetzt der polare Jetstream, der im Wesentlichen die polare kalte Luft von der moderaten Luft separiert und der ab und zu diese gewaltigen Wellen, sogenannten Rossby-Wellen, ausbildet. Aber ich mache das gleich noch ein bisschen genauer. Nur ist es so, wenn eine Welle sozusagen, wie Sie hier oben sehen,
Wenn die weit nach Norden sich ausdehnt und also kalte, warme, trockene Luft nach Norden kommt, hier bildet sich ein massives Hochdruckgebiet. Und auf der Rückseite dann ist so ein bisschen wie eine Welle, eine Quantenwelle, die sozusagen um den Planeten herumgeht. Auf der Rückseite haben Sie ein Tiefdruckgebiet. Dann haben Sie wie 2010 zwei Extremwettersituationen quasi Rücken an Rücken. Ja? Und diese Situation hat damals 6 Wochen angehalten, hat zu verheerenden Fluten in Pakistan und zu massiven Feuern rings um Moskau geführt. So, jetzt gehen wir noch mit zurück. Das ist jetzt die interessante Struktur. Sie haben hier den Äquator, das ist jetzt so ein Schnitt längs sozusagen, also auf einem hier, also quer durch alle Breitengrade nach Norden. Und ganz grob ist die Atmosphäre eben strukturiert. Sie haben die Hadley-Zelle, das heißt über dem Äquator, stärkste Insolation, steigt die Luft auf. Dadurch entsteht ein permanentes Tiefdruckgebiet. Das wird hoch oben sozusagen bis hier runtergeführt, 30 Grad Nord. Das sind die Rossbreiten, wo die Wüsten liegen im Wesentlichen. Da gibt es einen Jetstream bereits, der etwas schwächer ist. Dann kommt die Ferrel-Zelle, die für unser Wetter entscheidend ist. Hier haben wir die mittleren Breiten. Und die kalte Luft, die durch die Polarzelle sozusagen transportiert wird, wird durch den sogenannten Polar Jetstream separiert. Es gibt da noch in der Stratosphäre diesen sogenannten, gibt es eine entsprechende Zirkulationsmuster, den Polar Vertex, wie der heißt, also auf Englisch in diesem Fall. Aber entscheidend ist dieser Jetstream. Und der wird getrieben durch die Temperaturdifferenz zwischen der polaren Luft und der gemäßigten Luft in diesem Fall. Soweit ganz einfach. Es ist nur so, dass sich aufgrund der anthropogenen Erderwärmung die polaren Gebiete etwa dreimal so schnell erwärmen wie die normalen Breiten, also unsere gemäßigten Breiten. Das bedeutet, die Temperaturdifferenz wird geringer. Damit wird auch der Antrieb geringer. In diesem Fall, die Energie wird durch die Erdrotation geliefert. Wir haben jetzt die folgende Situation und wir haben das vor 20 Jahren schon versucht zu publizieren, völlig erfolglos, aber ich sage da gleich was dazu. Also die Idee ist jetzt die folgende. Sie haben eine Wellengleichung dafür, die diesen Jetstream beschreibt. Und Sie sehen also hier, dass das spontane Ausbuchtungen gibt. Da setzen sich dann Tiefdruckgebiete, Hochdruckgebiete fest hier. Aber das Ganze wandert weiter. In der Regel ist so eine Rossby-Welle nach 3 Tagen weitergewandert. Aber unter bestimmten Umständen spaltet der polare Jetstream in 2 Bänder auf und bildet wie in einem Koaxialkabel dann so einen Wellenleiter, in dem dann Resonanz entstehen kann. Und die Wellen bleiben oft stationär. Sie bleiben hängen etwa an bestimmten Gebirgsformationen oder an der Land-Wasser-Region. Und dann schaukeln die sich auf. Das ist ein quasi Resonanzphänomen. Und das war zum Beispiel 2018, wo sie extreme Ereignisse hier in Kalifornien, hier Fluten im Osten der USA, dann die massive Hitze über Skandinavien und so weiter haben. Das heißt, Sie haben hier eine Wellengleichung, die Sie lösen können, auch die lineare Näherung mit einer WKB-Approximation und bekommen dann tatsächlich dieses quasi Resonanzphänomen wie in einem Wellenleiter in diesem Fall. Das heißt, es ist richtige Physik und die Tendenz, dass diese Quasi-Resonanz stärker wird, die beobachten wir ganz klar in unseren Daten, nicht? Aber wenn man in die Wellengleichung geht, sieht man, dass das auch möglich ist. Und getrieben wird das Ganze dadurch durch die differenziell größere Erwärmung der Polargebiete. Also wenn man das dann so betrachtet, das ist jetzt von Michael Mann, der quasi unserer Arbeit da ein Denkmal gesetzt hat in der neuesten Ausgabe von Scientific American. Sehr zu empfehlen, der Artikel. Da wird das nochmal genauer beschrieben. Sehen, dass wenn Sie wirklich nur elementare Physik hier anwenden, dass Sie erklären können, was passiert, dass tatsächlich es so ist, dass die Extremwetterlagen stabiler, persistenter sind
durch die Erderwärmung. Das ist ein Effekt, den man eigentlich nicht erwartet hat. Man ging davon aus, naja, das ist alles Thermodynamik, die Erde wird wärmer, dann dauern Hitzewellen ein bisschen länger, nicht? Da ist die berühmte Normalverteilung, die wird zu höheren Temperaturen verschoben, dadurch sind sozusagen auch die Tails, die Extreme Tails dann anders positioniert. Aber es ist hier die Dynamik in der Atmosphäre, die verändert wird. Das ist das Interessante. Sie haben eine größere Persistenz der Rostzwiebeln. Und das erklärt sehr viel und es ist faszinierend auf jeden Fall. Ja, zu der Arbeit sollte ich vielleicht noch sagen, hier sind ja viele junge Leute. Wir haben das schon 2002 gesehen in den Gleichungen, dann in den Daten und haben versucht, das zu veröffentlichen. Und wie man das halt so macht zu dem Thema, erst sendet man das bei Nature ein, Physical Review Letters, dann Science und dann steigt man herab. Und wie wir dann irgendwie bei einer Wald- und Wiesenzeitschrift der Mythologie angekommen sind und es dann auch abgelehnt wurde, da wussten wir, dass er was richtig Interessantes gefunden hat. Ne? Und ich bin Mitglied der National Academy, da hat man ein gewisses Privileg. Man darf Contributed Papers bei PNAS machen, ja, man kann einreichen, das wird trotzdem begutachtet, aber man hat eine bessere Chance sozusagen. Und es wird dann 2013 dann tatsächlich angenommen. Seitdem ist da eine kleine eigene sozusagen Sparte entstanden und ich glaube, wir werden da noch viel mehr Bestätigung finden. Das wollte ich Ihnen einfach ein bisschen genauer erklären. Es ist nur ein Phänomen, das sich qualitativ wirklich verändert im Klimasystem, das enorm komplex ist, wo viele nichtlineare Effekte passieren, wo sie Komplexitätsforschung wirklich nutzen können. Manchmal, wie in diesem Fall, können Sie sogar die lineare Näherung nehmen. Oft muss man tatsächlich die kompletten nichtlinearen Gleichungen verfolgen. Und das ist eben anders als Meteorologie, wo Sie halt im Wesentlichen Ihre Datensätze wieder und wieder studieren, Muster versuchen zu erkennen. Das wird man in Zukunft nicht brauchen, weil das kann alles ein neuronales Netz dann machen. Ja? Das wird die Mustererkennung. Das heißt, wenn man fragt, wer wird als erstes ersetzt werden durch KI, dann sind es weniger die Busfahrer, sind wahrscheinlich die Meteorologen. Aber gut, das meine ich nicht so ernst. So. Ja, und ich habe das deswegen gemacht, weil es ist so ein bisschen, das ist der Cartoon, ja, die Karikatur sozusagen, die dazugehört. Ich habe das zum ersten Mal vorgestellt, einfach als heuristisches Mittel bei einer Vorlesung, die ich in Oxford gehalten habe, ich glaube 2000. Wenn Sie so wollen, das sind die vitalen, die lebenswichtigen Organe, die großen Zirkulationsmuster in der Atmosphäre, im Ozean, die großen Ökosysteme, die großen Eisschilde, die eigentlich unsere globale Umwelt bestimmen. Also Sie haben da westantarktischer Eisschild, ostantarktischer, grönländischer Meereis natürlich. Sie haben den Jetstream, wie gesagt, da ist nur der Polare eingezeichnet. Sie haben die großen Ökosysteme, Sie haben die Monsunsysteme, die total spannend sind, hochgradig nichtlineare Phänomene. Sie haben, wie gesagt, die großen Ökosysteme Amazonas, Great Barrier Reef, Sie haben bestimmte biologischen Pumpen, Sie haben El Niño, Southern Oscillation und so weiter. Und die interessante Frage ist nicht, wie das lange in der Klimaforschung diskutiert wurde, gut, wenn es wärmer wird, ja, dann können Sie thermodynamisch rechnen, die Niederschlagsstärken werden erhöht, Clausius Clapeyron und so weiter. Interessanter ist, was geschieht mit diesen wichtigen Bestimmungsstücken des Klimasystems. Ja? Werden die graduell, inkrementell reagieren darauf, aber bestehen bleiben im Wesentlichen? Oder werden sie möglicherweise ihre Natur völlig verändern? Werden sie vielleicht kollabieren auch? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Forschungszweig. Und zum Jetstream habe ich Ihnen ja schon ein bisschen was gesagt. Wir können einfach ein paar Beispiele jetzt geben. Der grönländische Eisschild wird wahrscheinlich eine 2-Grad-Erwärmung nicht überleben. Es wird eine irreversible Abschmelzungsdynamik in Gang gesetzt. Das kann man auch erklären. Es gibt
positive Rückkopplungen. Es wird noch sehr lange dauern, aber wenn es in Gang kommt, ist es irreversibel. Mein Kollege Stefan Ramsdorf ist einer der weltweit führenden Forscher zum Golfstromsystem. Das ist eine neue Arbeit von einer jungen Diplomantin, Lefke Cäsar, in Nature letztes Jahr veröffentlicht bei uns, mit Stefan Ramsdorf auch, wo gezeigt wird, dass das Golfstromsystem, das ist ja nur ein Teil gezeigt hier, dass es sich um 15% schon abgeschwächt hat. Wir haben bisher nur eine Erderwärmung von einem Grad gegenüber vorindustriell in diesem Fall. Aber es gibt eine unabhängige Studie mit einem völlig anderen Verfahren, die genau zum selben Ergebnis kommt. Und es ist eine, wir würden im Augenblick sagen, 50-50 Wahrscheinlichkeit, dass bis Ende des Jahrhunderts dieses System abgeschaltet wird sozusagen. Und wenn Sie jetzt zusammennehmen, Golfstrom und Jetstream, das sind natürlich genau die beiden Zirkulationsmuster, die unser Wetter bestimmen hier in Mitteleuropa. Weil lange Zeit, das ist mir immer so gegangen, wenn man über Klimawandel gesagt hat, ja, ist ganz schrecklich für die Malediven und Bangladesch, aber wir sind ja zum Glück weit weg. Aber wenn sich tatsächlich diese Systeme verschieben, dann hat das eine massive Auswirkung zum Beispiel auf die Landwirtschaft, Forstwirtschaft bei uns und so weiter. Also wir sind nicht so weit weg, wie wir glauben. El Niño ist eine ähnliche Geschichte. Das sollte vielleicht nur, schreiben Sie schnell mit hier, diese Gleichung. Nein, ich will damit nur sagen, die Arbeit, El Niño ist ja ein Phänomen, dass sich quasi die Walker-Zirkulation im Pazifik, im tropischen Pazifik umdreht, alle 5, 6, 7 Jahre. Das ist wirklich ein massives, disruptives Phänomen. Und wir haben jetzt mit Mitteln der Netzwerktheorie, also komplexe Systemdynamik, haben wir ein Vorhersageverfahren entwickelt, das den ganzen klassischen, selbst mit den großen Rechenzentren, also weit überlegen ist. Mit dieser Korrelationsfunktion konnten wir tatsächlich zeigen, im Wesentlichen jedes Mal, wenn Sie einen grünen Pfeil haben, dann war die Vorhersage richtig. Und die Vorhersage ist ungefähr 15 Monate vorher. Und in Blau, das sind immer große El Niño-Ereignisse. Wir waren die einzige Gruppe auf der Welt, die mit dieser Korrelationsfunktion in der Lage war, den letzten großen El Niño vorherzusagen. Und tatsächlich beginnt gerade ein neuer. Und wir haben hier eine ganz kleine Störung, sehen Sie hier. Und der nächste El Niño ist jetzt gerade in der Mache im Augenblick. Wir wollten das gar nicht publizieren, weil wir sagten, naja, aber auch hier ist das Verfahren richtig. Das heißt, wir haben eine 90-prozentige Trefferquote damit, was viel, viel besser ist als alle herkömmlichen Methoden. Sie sehen also, nichtlineare Dynamik ist tatsächlich zu was gut manchmal. Das ist El Niño und das überspringe ich mal. Genau. Es gibt ja bei jedem Vortrag so eine Grafik oder irgendeine Aussage. Erinnern Sie sich ans Physikkolloquium, da muss man aufpassen. Das muss man mitnehmen. Und es ist jetzt. Und das ist nämlich im Grunde genommen aufbauend auf diesen nichtlinearen Effekten. Ich habe Ihnen ja gesagt, Paris wurde beschlossen, Erderwärmung zwischen 1,5 und 2 Grad beschränken. Und das ist jetzt das physikalische Bild, das dahinter steht. Das ist jetzt ganz wichtig. Nämlich, ist ein kompliziertes Bild, aber ich gehe einfach mit Ihnen mal durch. Also hier haben wir Zeitskala horizontal, also hier Beginn der modernen Zeit, das Jahr 2500. Das ist vor 20.000 Jahren vor unserer Zeit auf dem Tiefpunkt der letzten Eiszeit, ist die globale Mitteltemperatur, die wir extrem gut rekonstruieren können. Sie sehen, es war nur 3 Grad kühler im Schnitt als vorindustriell. Dann, vor etwa 11.000 Jahren, tauchte die Erde aus der Eiszeit auf und trat in sogenannte Holozän ein. Also das ist die Geburtszeit unserer Zivilisation. Nur 11.000 Jahre im Wesentlichen, weil die Bedingungen extrem stabil waren. Da konnte sich Landwirtschaft entwickeln. Und das sind jetzt die Szenarien, wie es weitergehen wird. Also wenn alles gut geht, würden wir die Erderwärmung, also wenn wirklich alles an technischen und
politischen Maßnahmen umgesetzt wird, könnte man die Erderwärmung bei etwa 1,5 Grad erstmal stoppen und dann lange, lange, für Jahrtausende wahrscheinlich bei 1 Grad stabilisieren. Aber tatsächlich sind wir im Augenblick auf diesem Pfad. Wenn Sie jetzt rübergehen, hier ist die Temperaturskala, das würde bedeuten, im Jahr 2500 8 Grad Erwärmung global, was auf den Kontinenten 10 bis 12 Grad wären. Das will man sich gar nicht vorstellen, natürlich. Das ist hier der Pariser Korridor, das ist sowas wie eine Brandschutzmauer. Wir sagen also, über das sollte das völkerrechtlich sozusagen vereinbart, sollte die Erderwärmung nicht steigen. Und hier haben Sie die ganzen Kipppunkte, sozusagen Tipping Points, eingezeichnet. Natürlich mit Fehlerbalken. Wann würde eines dieser Elemente, das ich Ihnen gezeigt habe in der Übersichtskarte, in einen neuen Zustand gekippt werden oder auch vernichtet werden? Und Sie sehen, es sind jetzt noch große Fehlerbalken, die aber durch Forschung kleiner werden. Leider rutschen sie alle nach unten bisher. Wir haben kein einziges Element gefunden, wo sozusagen das Risiko geringer wird, jedenfalls nicht in den letzten 10 Jahren. Und Sie haben hier quasi ein Element, die tropische Korallenriffe, die bei 1,5 Grad eigentlich schon weitgehend vernichtet werden, dass sich die Community einigt darüber, dass es so ist. Das ist der westantarktische Eisschild, wo Teile, darum ist es so ein großer Fehlerbalken, jetzt schon sozusagen umgekippt sind, aber große Teile noch nicht. Grönland habe ich Ihnen kommentiert. Und Sie sehen jetzt, es gibt zwei Aussagen hier zu machen. Die erste ist die, dass wir mit dem Pariser Abkommen eigentlich schon zu spät dran sind, weil wir gewisse Großunfälle nicht mehr vermeiden können. Vor 30 Jahren hätte man die Korallenriffe noch retten können. Das ist meiner Ansicht nach nicht mehr möglich. Und der Meeresspiegelanstieg wird im Bereich von 5-6 Metern selbst sein, wenn wir Paris umsetzen. Das ist einfach so. Aber was immer noch ein großer Preis ist zu gewinnen, ist, dass wir diese ganze Kohorte von Großunfällen vermeiden könnten. Nicht? Wo am Schluss dann, da werde ich später noch mal kurz darauf eingehen, eben auch der ostantarktische Eisschild dann beginnen würde zu schmelzen. Hier ist der Fehlerbalken dazu. Und das würde dann einen Meeresspiegelanstieg von 60 Metern bedeuten. Mit anderen Worten, das Pariser Abkommen ist sinnvoll, absolut, und die letztendliche Begründung ist in dieser Karte hier. Aber es kommt sehr, sehr spät in diesem Fall. Ich werde dann darauf eingehen, ob wir es überhaupt umsetzen können. Das ist natürlich noch die andere Frage. So, und wir haben dann letztes Jahr eine Arbeit publiziert, auch im PNAS, was mehr macht, als nur diese einzelnen Elemente sich anzusehen. Für jedes können Sie ein eigenes Forschungsfeld etablieren, ne? Natürlich zu El Niño, zum Jetstream und so weiter. Wir haben zum ersten Mal versucht, die Interaktionen zwischen diesen Elementen uns anzusehen. Wenn nämlich Grönland abschmilzt, gerät mehr Süßwasser natürlich dann in den Nordatlantik, was teilweise den Golfstrom abschwächt. Das hat Auswirkungen auf die Südhalbkugel, auf die biologische Pumpe im Südatlantik und so weiter, auf den Amazonasregenwald. Das heißt, wir haben uns die verschiedenen Interaktionen angeschaut, das sind 14 Kaskadeneffekte sozusagen, und kommen zu dem Ergebnis, dass möglicherweise jenseits der 2 Grad, was man nicht genau im Augenblick beschreiben kann, dass dann das System außer Kontrolle gerät. Das heißt, wir würden naiverweise annehmen, naja, das ist zwar ein komplexes System, wir rechnen aus, wie viele Emissionen notwendig wären es, um 2 Grad im Temperaturraum zu verschieben, aber da bleibt das System dann brav sitzen. Aber der Kontext, in den das eingebettet ist, wird natürlich auch verändert, die Ökosysteme und so weiter. Die Frage ist, manche von Ihnen werden von der Gaia-Hypothese gehört haben, von Jim Lovelock, der dieses Jahr 100 wird, dass das System quasi selbstständig sich so verbiegt, der Kontext, dass es wieder stabilisiert wird im ursprünglichen Zustand. Es kann genau das Gegenteil passieren, dass sich das System wegbiegt, sodass wir auf einen Abhang uns dann befinden und dann eine Erderwärmung, wir haben das durchgerechnet, von 5 oder 6 Grad passieren kann. Es ist nicht geklärt, aber Sie sehen, es ist ein großes Risiko. Und das war das. Können wir das Erdsystem sicher bei 2 Grad Erwärmung parken? Im Augenblick ist da ein riesiges Fragezeichen.
Und jetzt kommt diese Grafik, eine Folgearbeit von der, die wir da veröffentlicht haben, von Burke et al. Da wird jetzt mal, schauen Sie die Zeitachse, das ist hier, es kommt in vier Stücken im Wesentlichen. Das ist natürlich ganz fein aufgelöst, 1950 bis 2051. Hier sind 1000 Jahre vor heute, also 10.000, 20.000 und so weiter. Dann haben Sie hier Millionen und hier haben 60 Millionen Jahre. Und das ist die globale Mitteltemperatur und das können wir sehr gut rekonstruieren. Also vor etwa 60 Millionen oder genau genommen 55 Millionen Jahren im frühen Eozän hat die Erde begonnen, sich abzukühlen. Das hat nur mit Plattentektonik zu tun. Ne? Da ist im Wesentlichen die indische Platte in die asiatische Platte hineingekracht mit einer ungeheuren Geschwindigkeit von, ich glaube, 2 Millimetern pro Jahr oder so. Naja, ein bisschen mehr war es schon. Und da hat sich das Himalaya-Gebirge aufgefaltet. Dadurch ist die Verwitterung verstärkt worden, CO2 entzogen worden aus der Atmosphäre und das hat zur allmählichen Abkühlung geführt. Und dann geht es so weiter, bis dann hier vor 3 Millionen Jahren im Wesentlichen endgültig hier die Erde in den Eiszeitzyklus eingetreten ist und so quasi periodisch erst 100.000 Jahre, 40.000 Jahre dann Vereisungen stattfanden und dann wieder Warmzeiten, kurze Warmzeiten. Es geht also bis hierher. Dann haben wir hier das Holozän, das zeigte ich Ihnen vorhin. Und jetzt schauen Sie sich hier den Fächer an von Möglichkeiten, das ist die mittlere Erwartung. Mit anderen Worten, ist es möglich, dass wir in 2 Jahrhunderten das System in geologischer Zeit um 60 Millionen Jahre zurückverschieben. In einer irrsinnigen Geschwindigkeit, nicht? Und deswegen der Titel auch mit Climate Space Odyssey. Ja? Wir wissen nicht heute, ob es so kommen wird. Es ist eine reale Möglichkeit, dass wir das Raumschiff Erde einen völlig anderen Kurs bringen unter diesen Umständen. Was bis dahin geschieht, kann man natürlich diskutieren. Macht das relativ schnell. Noch eine sehr interessante Arbeit in dem Zusammenhang gerade erschienen in Nature Geoscience. Die zeigt, dass bei 400 ppm vor allem in den Subtropen diese dichte Wolkendecke über den Ozeanen ist. In diesem Computerexperiment bei 1600 ppm, also jetzt noch mal einer Vervierfachung der CO2-Konzentration, würde diese Decke komplett aufgelöst werden und es wird dann ein Sprung, ein Temperatursprung von 4 bis 5 Grad erfolgen. Das ist eine erste Abschätzung, ob die robust ist, wissen wir nicht. Aber Sie sehen, hier sind ähnliche Hysteresen am Werk wie wenn Sie jetzt Magnetismus studieren und dergleichen. Sie können hier eine wunderbare Hysterese sehen. Das ist einer der Effekte, die wir bisher noch nicht dabei hatten. Leider führen sie nicht dazu, dass die Aussichten günstiger sind, sondern sie führen dazu, dass das Risiko sich erhöht. Das ist so ein bisschen unser Drama, dass wir eigentlich immer nur Effekte entdecken, die in Richtung größerer Erderwärmung gehen, statt eben negative Rückkopplungen, die dämpfend wirken würden. So. Letzter Punkt zum System Erde in diesem Fall. Wir haben in Nature 2016 veröffentlicht eine Abschätzung, wie es zu den Eiszeiten überhaupt kommen kann. Und da gibt es hunderte von Faktoren. Aber am Schluss bleiben eigentlich nur 2 übrig, die das determinieren. Hier ist die Gleichung. S ist die Insolation, im Wesentlichen die Sonneneinstrahlung bei 65 Grad Nord, also auf der Nordhemisphäre. Und die hängt im Wesentlichen nur von den Orbitalparametern ab, nicht? Also Form der Erdbahn, Exzentrizität, Neigung der Erdachse und so weiter. Da gibt es quasi periodische Schwankungen. Es ist reine Gravitationsphysik. Ja? Wir können es 10 Millionen Jahre voraus berechnen und 10 Millionen Jahre zurück konstruieren. Das ist das eine. Das andere ist der CO2-Gehalt hier in der Atmosphäre. Was hier aufgetragen ist, das sind jetzt 800.000 Jahre zurück, hier ist die kritische CO2-Konzentration ausgerechnet, wenn von links, weil das Pfadabhängigkeit ist,
die reale CO2-Konzentration, die wir rekonstruieren können in Blau, wenn die schneidet, sehen Sie hier, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind genau die 10 Fälle, wo in diesen 800.000 Jahren eine Eiszeit auftrat. Und es wird exakt beschrieben durch diese Gleichung, eine simple Exponentialfunktion, wobei natürlich die Insolation auszurechnen über die Orbitalparameter nicht trivial ist, aber das können wir. Und wir können rekonstruieren, wie die CO2-Konzentration war. Das heißt, das Rätsel der Eiszeit ist so gelöst, das erste Rätsel. Aber interessant ist natürlich, wie geht es weiter? Wann kommt die nächste Eiszeit? Was denken Sie? Irgendjemand zu einer Antwort bereit? Das ist ganz gut, ja. Also, wir machen das ein bisschen genauer. Wir schauen uns das an hier. Das sind jetzt 100.000 Jahre. Denken Sie daran, das ist die kritische CO2-Konzentration, die wir eben exakt aus den Orbitalparametern berechnen können. Die blaue Kurve ist das, was wir real erwarten. Und wenn jetzt der Mensch nicht eingegriffen hätte ins System, würden wir dieser blauen Kurve folgen. Und der nächste Schnittpunkt von links wären 50.000 Jahren etwa. Und dann der übernächste sozusagen etwa bei 100.000 Jahren. Also es ist Größenordnung von 10.000 Jahren. Wir haben aber jetzt, und ist die orange Linie schon, mehr als 500.000 Gigatonnen reinen Kohlenstoff zusätzlich eingetragen ins System. Und wenn Sie jetzt dieser orangen Linie folgen, die berührt hier nur noch. Tatsächlich emittieren wir aber weiter. Das heißt, es ist eigentlich diese Kurve, die entscheidend ist. Und es gibt keinen Schnittpunkt mehr. Was bedeutet, dass wir bereits die Eiszeiten unterdrückt haben auf diesem Planeten? Deswegen sprechen wir vom Anthropozän. Das ist ein massiver Eingriff in die Dynamik dieses Systems. Natürlich kann man sich fragen, wer braucht schon eine Eiszeit? Also die Eiszeiten haben unter anderem alle fruchtbaren Böden auf diesem Planeten hervorgebracht. Und die Seen um Potsdam herum und den Müritzsee und all diese Dinge. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Sie sehen, es gibt einen massiven Eingriff in diesem Fall. Wir sind mitten im Anthropozän. Die Frage ist, wenn es schon mit so einer geringen Störung passiert, wie sehr wird dieses hochgradig komplexe, nichtlineare System dann in Zukunft verändert? So, dann habe ich, weil man sich natürlich immer fragen muss, dann komme ich zurück zum Fermi-Paradoxon und so weiter. Ich war eingeladen, zum ersten Mal auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo wirklich alle Außenminister sind, alle Verteidigungsminister, alle wichtigen Menschen sozusagen, alle Generäle. Vor 3 Wochen war ich eingeladen, einen Hauptvortrag im Plenum zu halten, zum ersten Mal zum Klimathema. Und ich habe diesen schönen, aufmunternden Titel gewählt. Is this how civilization ends? Und ich zeige Ihnen einfach ein paar Folien. Zum Beispiel nach meinem Vortrag war auf dem Panel saß zum Beispiel die Premierministerin von Bangladesch und die Umweltministerin von Kenia. Im Publikum waren jede Menge US-Senatoren, John Kerry und so weiter. Es war eine interessante Veranstaltung. Mike Pence hat vorher gesprochen, Sie werden gleich noch ein Bild von ihm sehen, der das Thema Klima mit keinem Wort erwähnt. Natürlich nicht. Aber hier haben wir ihn. Und Fridays for Future, da sage ich ja auch noch mal kurz was. Ein interessanter Gegensatz zwischen diesem Herrn und den jungen Leuten, nicht? Sie können ja mal überlegen, wer recht hat. So, wenn das ganze Eis schmilzt, ich habe das gezeigt, das ist natürlich sehr drastisch. Zum Beispiel saßen da hohe Militärs aus Russland da. Sie wissen, um die Krim gibt es einen gewissen Streit. Hat sich erledigt. Das ist, wie Florida dann aussehen wird, hat sich auch erledigt. Aber interessant war natürlich hier Südostasien, wo, Sie können sich irgendeine Hauptstadt herauspicken, Rangoon oder Phnom Penh oder Ho Chi Minh City oder Bangkok, Kuala Lumpur, Singapur, Jakarta, was auch immer,
Oder eben Bangladesch. 90% des Territoriums würden verschwinden. Natürlich hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Ich habe Ihnen ja gezeigt, dass eigentlich erst bei einer Erwärmung von etwa 6 Grad global der ostantarktische Eisschild dann wirklich irreversibel abschmelzen würde, nach unserem heutigen Wissensstand. Aber ich meine, da sitzen Staatspräsidenten und Präsidentinnen. Was ist ein Staat ohne Staatsvolk und ohne Territorium in diesem Fall, nicht? Und es war wirklich interessant. Wir gar hatten eine Nebenveranstaltung mit skandinavischen Ministerpräsidenten und so weiter. Da ging es um die Veränderung der Arktis. Ich dachte natürlich, ich saß da mit am Tisch, jetzt reden wir über Schmelze des Meereises und so weiter. Und die haben eine Stunde lang nur darüber gesprochen, ob die Russen jetzt wirklich da ein Atom-U-Boot in den Gewässern stationiert haben oder nicht. Der Rest war ihnen völlig egal. Es war also wirklich schockierend, das zu erleben. Jedenfalls, das würde ich als ein echtes Sicherheitsproblem ansehen, wenn das geschieht. Mit entsprechenden Migrationsrouten, die wir diskutiert haben. Das ist noch eine interessante Karte, weil ja die Umweltministerin von Kenia auch dabei war. Es ist von Kollegen aus den USA in Nature Climate Change, da unten sehen Sie das. Eine wichtige Arbeit. Die hat einfach ausgerechnet, wann können Menschen die Kombination von Luftfeuchtigkeit und Hitzestress bei optimaler Belüftung, also die Vorstellung ist, das heißt sogar Wet Bulb Temperature, man stellt sich ins Freie bei optimaler Ventilation, also in den Wind, nackt und begießt sich ständig mit Wasser. Was schon mal ein relativ schwieriges Unterfangen ist. Ja? Und wie lange könnte man dann überleben, weil eben dann irgendwann sozusagen die thermoregulatorischen Fähigkeiten kollabieren. Und diese Karte ist jetzt folgendes. Hier ist die Anzahl der Tage im Jahr, also von 365 Tagen, wenn es dunkelrot ist, ist es das ganze Jahr, wo im Szenario ungebremste Emissionen, das ist hier, das 8,5-Szenario, wo das, wie viele Tage im Jahr, in welcher Gegend würden diese thermoregulatorischen Kapazitäten überschreiten, was unterm Strich heißt, sie können ohne Klimaanlage nicht überleben. Und wenn Sie sich das anschauen, das sind die Regionen hier, wo das ganze Jahr durch diese Kapazitäten überfordert werden. Auch das ist ein Sicherheitsproblem natürlich. Ja. Aber all diese Leute haben niemals so eine Publikation zu Gesicht bekommen, wo die natürlich riesige Stäbe von Referenten und so weiter haben. Man will es nicht wirklich zur Kenntnis nehmen. Aber das ist die Realität in diesem Fall. Wir hoffen natürlich, dass es nie dazu kommen wird, aber die kompletten Tropen würden unbewohnbar werden. Wenn Sie dann hinzunehmen, also die Küstenzonen, die überschwemmt sind, dann bleibt für die 10 Milliarden Menschen, die wir wahrscheinlich bald haben werden, nicht mehr viel Raum übrig. Und dann kann natürlich nur durch eine große Verschiebung auf der Erde etwas getan werden. Das sind also dann Bilder. Wir haben in diesem Zusammenhang, und das war natürlich eine besondere Provokation, vorgeschlagen, weil eigentlich ja nur die Möglichkeit, Menschen auszustatten, zu migrieren, dann eine globale Antwort wäre, wenn es dazu kommt. Wir haben vorgeschlagen, einen sogenannten Klimapass einzuführen, dass nämlich dieser Herr hier, Fridtjof Nansen, der Gottvater der Polarforschung, Friedensnobelpreisträger, hat 1923 ein Dokument eingeführt als Hochkommissar für Flüchtlingsfragen, das nämlich Staatenlosen erlaubt hat, bestimmte Länder sozusagen zu bereisen, einzureisen. Am Schluss haben über 50 Staaten diesen Nansen-Pass unterstützt. Und unser Vorschlag ist, quasi einen Klimapass in ähnlicher Weise einzuführen, dass nämlich Menschen, die durch den Klimawandel vertrieben werden, die ihr Staatsgebiet verlieren, einreisen dürfen in all die Länder, die im Wesentlichen durch ihre Emissionen verantwortlich waren für die Vernichtung ihrer Territorien. Hört sich irgendwie logisch an, nicht? Ja? Aber es wäre natürlich eine komplette Revolution. Das wird auch nie so kommen. Aber es ist eine folgerichtige völkerrechtliche Überlegung in diesem Fall. So, und jetzt reden wir noch darüber, was wir tun können.
Grunde genommen müssen wir die Emissionen jede Dekade halbieren, in den nächsten Dekaden. Wir haben hier eine Arbeit in Science veröffentlicht, wo wir auch detailliert eine Art Roadmap, was muss im Energiesektor geschehen, was muss im Verkehrssektor geschehen, was muss im Bausektor geschehen und so weiter. Tatsache ist die, und es ist eigentlich fast eine quälende Einsicht, dass wir alle Möglichkeiten technisch, ökonomisch, politisch haben, um das tatsächlich durchzuführen, diese Dekarbonisierung. Aber wir natürlich weit, weit hinter diesem Tempo zurückhinken. Ja? Und ich gehe mal gleich hierher. Genau. Ich hatte das besondere Vergnügen, Mitglied der sogenannten Kohlekommission zu sein. Also die heißt schon gar nicht Kohlekommission, sondern Kommission für Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung. Es waren 28 wahlberechtigte oder stimmberechtigte Mitglieder, 8 Monate lang. Und es ging darum, quasi einen Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland als Kompromiss vorzugeben. Das waren die Gewerkschaften, die Industrieverbände, ein paar Wissenschaftler, so wie ich. Ich habe das so empfunden als die Bestrafung für alle Torheiten meines Lebens, dass ich Mitglied dieser Kommission war. Und ich habe einige Torheiten begangen, ne? Insofern wohl verdient. Aber wir kamen dann tatsächlich zu einem Kompromiss und ja, der ist jetzt aufgeschrieben, Ausstieg bis spätestens 2038 mit einer Option, das schon 2035 zu tun. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie unendlich mühsam das war. Auch die wissenschaftliche Evidenz immer wieder versuchen einzubringen. Ja, das sind natürlich Interessensvertreter, geschulte, erfahrene Leute, die ihnen rhetorisch komplett überlegen sind und die ihre Klientel mobilisieren können. Dennoch ist das Ergebnis, glaube ich, vernünftig in diesem Fall. Und da ist im Wesentlichen ein Ausstiegsprofil definiert. Aber ein Land wie Deutschland müsste natürlich viel früher diesen Ausstieg organisieren können. Wir müssten in der Lage sein, das bis 2030 zu erreichen, zumal wir ja nun die alternativen Möglichkeiten haben. Natürlich müssen wir unsere Speichertechnologien massiv voranbringen, müssen die Netze ausbauen und so weiter. Im Prinzip können wir aber eine Vollversorgung mit Erneuerbaren durchführen. Und selbst in einem Land wie Deutschland, wo im Augenblick die Staatskassen voll sind, wo Vollbeschäftigung existiert und so weiter, wo wir die technische Kompetenz haben, ist es unendlich mühsam, das Ganze durchzubringen. Gelungen ist dieser Kompromiss in einer 21-Stunden-Sitzung, ohne Pausen. Es war im Wirtschaftsministerium am Freitag um 8 Uhr in diesen Raum und verließ ihn am Samstag um 5 Uhr morgens. Warum muss man eigentlich solche existenziellen Diskussionen und Verhandlungen am Schluss auf diese Weise zu Ende bringen, nicht? Aber die Antwort ist natürlich, weil dann alle so erschöpft sind, dass man irgendwie einen Kompromiss erreichen will. Und Sie wissen ja, ein wirklicher Kompromiss ist so, wo sich alle gleich schlecht behandelt fühlen. Ne? Und ein bisschen ist es so ausgegangen. Ja, ich komme zum Ende. Es gibt eine interessante Koalition im Augenblick. Ich werde jetzt nicht über Missbrauch in der katholischen Kirche reden. Das ist nicht mein Thema. Also Sie sehen den Herrn hier im Vordergrund. Ich bin Mitglied der Päpstlichen Akademie, so wie Klaus von Klitzing hier. Wir sehen uns ab und zu mal im Vatikan, in diesem wunderbaren Casino Pio Quattro in den Vatikanischen Gärten. Die Päpstliche Akademie besteht aus 80 Mitgliedern auf Lebenszeit. Man muss dafür nicht Katholik sein. Viele sind Nobelpreisträger. Und der Papst hat sich natürlich, Entschuldigung, dieses Themas Klima sehr angenommen. Es gibt die Enzyklika Laudato Si, wo wir Vorarbeiten geleistet haben dafür. Ich hatte die Ehre, sie dann auch öffentlich vorzustellen. Aber jetzt für die Physiker, Sie können sich ja mal anschauen, wer hier so sitzt. Wir haben hier Stephen Hawking, der Mitglied der Akademie war. Wir haben Theodor Hensch, wir haben Klaus von Klitzing ist, hier ist er, genau, und so weiter, Martin Rees, etc. Das war 2016 und das ist jetzt 2018, ein ähnliches Bild, wo hier Steve Chu inzwischen aufgenommen wurde, Physik-Nobelpreisträger,
Energieminister der USA für einige Zeit unter Obama, nicht? Und Sie können sich vorstellen, dass wir hier interessante Debatten führen. Und es kommt eben diese seltsame Allianz zustande, ich gehe gleich nochmal zurück, zwischen dieser jungen Dame, Greta Thunberg oder Thunberg, wie die Schweden das aussprechen würden, und eben diesen erlauchten älteren Herrn, sind auch ein paar Damen dabei. Und das ist das, was mir eigentlich Hoffnung gibt. Ich habe Ihnen jetzt gezeigt, wir haben auf diesem Planeten ein ungeheures Experiment in Gang gebracht. Und die Emissionen steigen und steigen, obwohl es inzwischen so und so viele IPCC-Berichte gibt. Und die Wucht dieses physikalischen Eingriffs lässt sich immer besser kartieren im Grunde genommen. Wir steuern das System Erde weit aus dem Holozän heraus. Das heißt, es muss etwas Ungewöhnliches geschehen, um diesen Kurs nochmal zu korrigieren. Was im Augenblick geschieht, ist, dass sich die Wissenschaft, die katholische Kirche und die jungen Menschen, 14-Jährige und so weiter, im Grunde genommen zusammentun, um all denen, die Macht und Geld und Einfluss besitzen, zu sagen, ja, dass wir unsere Zukunft zerstören und dass wir unseren Kurs ändern müssen auf diesem Raumschiff, nicht? Und ich muss zum Beispiel heute wieder bald zurück, weil ich morgen sprechen werde bei Fridays for Future, ich habe es kurz erwähnt, vom Kanzleramt, vielleicht nur 5 Minuten in diesem Fall, aber das ist es mir wert. In dem Büro, Sie haben darauf hingewiesen, Schwarzschilds Schreibtisch, wo ich die Ehre hatte zu sitzen, da hängt dann dieses Poster, na, warten Sie, hier sind wir, von Albert Einstein, also es wird ihm zugeschrieben. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Ja? Insofern sollten wir alle etwas tun. Vielen Dank.